Es könnte ein erster und wichtiger Schritt sein. Russland und die Ukraine sollen bei ihren Gesprächen über die von Putins Truppen blockierten Getreidelieferungen einen Schritt vorangekommen sein. Unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei einigten sich beide Seiten offenbar auf gemeinsame Kontrollen und Ankünfte sowie die Ausfahrten aus den Häfen am Schwarzen Meer. UN-Generalsekretär Guterres spricht von einem entscheidenden Schritt und einem Tag der Hoffnung. Überreste einer Schule im Donbass. Hier soll eine russische Rakete eingeschlagen sein. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wo sollen wir jetzt lernen, fragt dieses Mädchen. Mit unverminderter Härte bombardiert Russland ukrainische Städte im Osten und blockiert weiter die Häfen im Land. Getreideausfuhren sind nicht möglich, Millionen Tonnen Weizen stecken fest. Besonders Afrika leidet unter der Exportblockade. In Istanbul haben Kiew und Moskau nun über Exportwege verhandelt. Der ukrainische Präsident spricht von Fortschritt und betont: Der Erfolg dieser Verhandlungen ist nicht nur für unseren Staat, sondern ohne Übertreibung für die ganze Welt wichtig. Geeinigt hat man sich laut Türkei auf gemeinsame Kontrollen der Lieferungen in Abfahrts- und Ankunftshäfen. Außerdem sollen sichere Routen ausgewiesen werden. In einer Welt, die von einer globalen Krise verdunkelt wird, gibt es endlich einen Hoffnungsschimmer. Ein Hoffnungsschimmer, der menschliches Leid lindert und den Hunger in der Welt bekämpft. Nächste Woche wollen sich die Verhandler der Länder erneut treffen, um die Vereinbarung zu unterzeichnen.